Bei mir im Radio Melodie Studio habe ich heute den Vincent Gross. Herzlich willkommen, Vincent. Ja, merci mal, dass ich hier da bin. Du bist, glaube ich, vorhin noch ein bisschen in der Buchser Bachhofstrasse am Flanieren. Ja. Etwas anderes als Basel. Oder die anderen grossen Städte. Ja, es geht. Aber es hat doch immerhin einige Läden da, habe ich gesehen. Also, ja. Du machst schon ziemlich lange Musik, bist auch in einer musikalischen Familie aufgewachsen, wie ist das? Das ist richtig, also Musik mache ich schon eigentlich mein ganzes Leben lang, sei es vom Kirchenchor, vom Musiker, also vom, in der Schule, aber jetzt auch alleine mit der Gitarre. Hast du relativ früh angefangen, ich glaube mit dem Bruder hat es zu tun, der hat ein bisschen so den Weg gewiesen, wie muss man das verstehen? Also ich habe, wie gesagt, immer sehr gerne gesungen. Und in der Ferien vor 5 Jahren hat mir mein Bruder mal die ersten so Akkorde auf die Gitarre gezeigt. Und ja, dann mit 2 Akkorden kannst du heutzutage ja jeden Song schon begleiten, oder? Und dann habe ich mal, wo die Eltern weg waren, die Geschwister dann nicht daheim waren, versucht Gitarre zu spielen und dazu zu singen. Und das hat mir irgendwie so mega Spass gemacht, dass ich dann auch weitergemacht habe, ja. Und dann die Sachen, die du gemacht hast, also meistens sind es ja Coverversionen, gewesen, dann auch auf YouTube gestellt. Ja, also es ist so, dass ich mir dann irgendwann doch mal ein Feedback wünsche. Also ich bin relativ scheu gewesen früher und habe dann wirklich versucht, das nur für mich zu machen. Und nur um ein Feedback zu machen, habe ich mal so ein YouTube-Video gemacht, ein Cover. Und ja, dann ist aber so ein gutes Feedback zurückgekommen, dass ich immer weiter gemacht habe. Und genau, die ersten 3 Jahre halt extrem mit Coverversionen, ja. Und dann ist es ein bisschen so richtig losgegangen, wo in der Fernsehsendung Hello Again auftreten bist. Genau, also ich habe in der Show dürfen mitmachen im Newcomer-Wettbewerb. Und ich weiss bis heute nicht, wie ich es geschafft habe, das Fernsehpublikum zu überzeugen, aber ich durfte gewinnen und das hat mir extrem viele Türen geöffnet, ja. Es hat dir einen Haufen Türen geöffnet, ja. Und ich kann mich erinnern, du bist brutal stolz gewesen am selben Abend. Kannst du dich noch erinnern? Ja, also ich war echt überwältigt gewesen, weil ich es selber echt nicht auf dem Kicker hatte, dass ich halt dort gewinnen durfte. Also meine Mitkonkurrenten dort sind echt sehr gut gewesen. Weiss man denn noch, was man dort mal gesagt hat? Ich weiss es ehrlich gesagt nicht mehr, ich bin so unter Adrenalin und Euphorie gesehen. Wir schauen es uns mal schnell an. Okay. Vincent Gross. Jetzt bin ich da. Herzliche Gratulation, Vincent. Seit wann machst du eigentlich Musik? Erstmal merci mal. Musik mache ich schon eigentlich mein ganzes Leben lang. Jetzt spezifisch singen und Gitarre spielen habe ich vor 3 Jahren angefangen. Ist Popschlagen so deine Richtung oder ist es eher auch etwas anderes, was du eigentlich lieber willst machen? Es ist eher so richtig normal, also Pop einfach und so Singer-Songwriter mit meiner Gitarre halt akustisch. Das ist, was ich eigentlich sonst so mache. Aber da hast du dich trotzdem wohlgefühlt in dem Schlagerbereich? Ja, wirklich. Also das ist Einsatzstimmung ist großartig, unbeschreiblich. Ich bin immer noch am Zittern. Es ist einfach Hammer gewesen. Sehr gute Erfahrung. Und jetzt hoffen wir, dass es weitergeht mit dir und hoffen, dass wir bald wieder mal etwas von dir hören. Danke. Alles Gute noch. Danke. Also nur schon, wenn man schaut, wie die vertreibst, wie grossartig, da muss wirklich genial gewesen sein. Also es ist echt mega gewesen und wie ich jetzt hier im letzten Satz gesagt habe, die Stimmung, die im Schlager eigentlich herrscht, ganz egal, ob auf der Bühne, ob vor der Bühne oder hinter der Bühne, ist dann jetzt im Endeffekt auch ausschlaggebend gewesen, dass ich mich halt für den Weg vom Popschlager entschieden habe. Weil es gibt auch keine schönere Stimmung. Also ich habe jetzt wieder das Riesengrinsen, wo ich die Masse noch vor mir hatte. Du hast einen Haufen jetzt auch gerade in den letzten paar Wochen erlebt, aber bis es so weit gekommen ist, also bis jetzt quasi jetzt zu einem neuen Album gekommen ist, hat es schon noch einen rechten Weg gebraucht? Auf jeden Fall, also es ist wirklich sehr schwer, man muss die ganze Zeit am Ball bleiben als Newcomer, wird einem echt nicht geschenkt. Aber durch das Video von dieser Show, wo auf YouTube gelandet ist, sind wir wieder zurück bei YouTube, oder? Ist Sony Deutschland dann auf mich aufmerksam geworden, hat uns auf München eingeladen, also mein Management und mich. Und dort haben wir gemerkt, wir haben die gleiche Version und jetzt haben wir im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit Sony Deutschland da an meinem allerersten Album umgefeilt. Und da warst du schwergewichtig in Stuttgart gewesen, wenn ich mich richtig durchgelesen habe. Ja, das ist richtig. Ich hatte mein Produzentenduo, das produziert hat, und einen Co-Writer. Und wir haben echt jeden Song dort umgeschliffen und neu gemacht für das Album. Aber es hat auch Sachen wirklich von dir auf dem Album oder nur fremde Sachen?
Nein, auf jeden Fall. Also heutzutage ist es wirklich gang und gäbe, oder, dass man eigentlich irgendwie, dass die Plattenfirma sagt, hey, du hast deine Songs, oder wählst du die beste aus? Aber wir haben die Songs wirklich extra für mich, jeden Song vom Album gemacht gehabt. Und das weiß ich echt schätzen, weil das ist als Newcomer nicht selbstverständlich, dass du so etwas auch machen. Aber das sind meine eigenen Stories. Das ist eigentlich mein Leben, das ich bis jetzt, ja. Es hat auf dem Album jetzt einige Sachen, wo zum Teil schon bei der Beschreibung steht, autobiografisch. Ja. Also es, wie gesagt, es sind alles Stories eigentlich aus meinem Leben. Jede Geschichte erzählt eine andere Geschichte, einen anderen Abschnitt. Und es sind nicht irgendwelche leeren Worte oder Textziele, es steckt immer etwas dahinter. Ja. Vielfach natürlich um Liebschaften, ums Meer, um Freundinnen und so weiter. Ja, das ist so. Und auch um gescheiterte Beziehungen? Ja. Ja, das ist der Schnee im April. Das ist jetzt ein Song, das ist mir persönlich nicht passiert, aber ich bin der Vermittler gewesen, ich erwähne jetzt keine Namen von den Kollegen. Kommt da kommen da ein bisschen die Eltern, die Seelsorger und Pfarrer sind, ein bisschen führen irgendwo? In diesen Songs jetzt eigentlich nicht. Also nicht, dass ich wüsste, vielleicht unbewusst beeinflusst worden, aber sonst wüsste ich es nicht. Aber du hast sehr schnell auf viele Leute zu gehen. Deine Eltern haben dich fast nicht mehr mitgenommen. Du warst immer irgendwo mit einem grossen Publikum drin. Oder wie viele Leute drin? Also, wie meinst du jetzt? Einfach, dass man sich daran gewöhnt hast, um immer um viele Leute herum zu sein. Also, ich bin einer, der sehr gerne mit Leuten umgeht und auf Leute zugeht. Jetzt ganz egal, ob es irgendwie viele Leute oder wenig sind. Mit der Gitarre. Freut es mich einfach, wenn ich überhaupt ein Publikum habe. Wegen dem freue ich mich schon, dir nachher etwas vorzuspielen. und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Das Album kommt erst jetzt dann raus, aber es hat schon recht Furore gemacht. Also du hast zum Beispiel sogar deine Fans wählen lassen, welche Farbtöne auf dem Cover sind und so. Also der Kontakt zu deinen Fans ist sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall, weil, wie gesagt, ich habe auf YouTube angefangen, ohne irgendwie grosse Absicht zu haben, jetzt eine Mega-Karriere zu starten. Aber die ersten Zuhörer von meinen Videos haben mir einfach Kraft gegeben, haben mir Mut gegeben, weiterzumachen. Und wegen dem ist mir der Kontakt sehr wichtig und die Frage ist ja auch mal so eine wichtige Frage, ja. Überhaupt der Kontakt, also ich habe zum Beispiel gesehen, du hast eine eigene WhatsApp-Gruppe, das habe ich bei einem anderen Künstler bis jetzt noch nicht gesehen, aber bist federführend eigentlich, oder? Ja, nein, ich find's eine gute Aktion, ich habe jetzt extra eine Nummer, wo ich mit meinen Fans dort chatten kann. Es ist zwar schwierig, weil ich habe, trotzdem, dass ich gestern die ganze oben beantwortet habe, immer noch 500 ungelesene Nachrichten, aber ich versuche wirklich so viel wie möglich auch zuzugeben. Ja. Jetzt bist du extrem viel unterwegs, auch in Deutschland jetzt unterwegs für das neue Album. Ja, ich darf also echt super viel machen mit der Musik, was mich echt freut. Und ich weiß echt schätzen, dass so eine Chance kriegt nicht jeder und ich versuche wirklich das Bestmögliche daraus zu machen. Ein von der grossen, ganz wichtigen Auftritte war natürlich bei der ARD, beim Florian Silbereisen, mit einem Titel von Roland Kaiser. Ja. Das ist richtig. Und zwar, wieso haben wir das gemacht? Ich habe Roland Kaiser im Sommer bei seinem grossen Festival beim Kaisermania kennenlernen. Und beziehungsweise Backstage habe ich mal über die Schulter schauen. Und er hat dann auch mitbekommen, dass ich Musik mache. Und er hat das cool gefunden, er hat mich unterstützen und hat mich beim Florian Silbereisen in der Show vorgeschlagen. Und wegen dem habe ich als kleines Attribut, als kleines Dankeschön für ihn, sein Oberhit Joanna gesungen. Und jetzt wirst du bei gewissen deutschen Medien als Ziehsohn von Roland Kaiser betitelt. Der hat bei dir mindestens einen Schmunzler ausgelöst. Also nicht nur einen Schmunzler, ich habe es recht amüsant gefunden. Kennt ihr euch denn näher oder ist das einfach einmalig oder zweimalig gewesen? Also wir haben uns schon ein paar Mal gesehen, halt immer bei den ganzen Shows, bei so Anlässen. Und ich habe ein paar Mal mit ihm reden und hey, er ist echt so ein bodenständiger Typ für das, was er geschafft hat. So eine Überkarriere eigentlich. Und ja, er ist wirklich jemand, wo ich denke, der hat richtig Karriere gemacht. Ja. Und wohin willst du? Also ursprünglich habe ich mal gelesen, YouTube und so die Sachen auf YouTube stellen, kommt von Justin Bieber her. Wo sind deine Richtung? Wo ist deine Richtung? Wohin geht es?
auf jeden Fall hoffentlich auf die grosse Bühne, das wäre mein grösster Traum. Momentan bin ich jetzt ich bin ein Newcomer, alles Step by Step, aber mein Traum wäre, wenn ich mit meiner Musik die Leute so begeistern könnte, dass ich selber mal so Touren schaffen würde, wie ein Roland Kaiser, wie ein Justin Bieber. Ja, wie gesagt, ich bin am Anfang, aber das wäre so mein grosser Traum. Aber du kommst ja schon bald auch bei uns in unserer Region in der Ostschweiz auf die ganz grosse Bühne. Du bist am 8. Juli beim Open Air Wildhaus mit dabei. Genau, ja, da darf ich auch ein paar Songs spielen, freue mich schon recht. Und dann der legendäre Flumsenberg, 31. Juli. Hast du da schon mal etwas gehört? Ah ja, auf jeden Fall. Von dem kennt man. Und das ist auch mega toll, dass ich ja, dort auch spielen darf. Also, ja, rocken wir den Berg. Was bringst du denn? Was denn bringt? Mhm. Was denkst du? Ja, auf jeden Fall meine neuen Songs, ja. Und jede Menge Stimmung. Wie machst du das? Mir ist aufgefallen, wo du beim Florian Silbereisen warst. Also, du hast sehr, sehr viel Platz gebraucht auf der Bühne. Also, du bist rumgesprungen wie ein Verrückter. Mag man das aushalten? Ja, ich bewege mich halt gern. Ja, also wenn ich auf der Bühne bin und nicht gerade Gitarre als dabei habe, ich habe mein erstes Konzert ohne Gitarre, ich glaube, vor knapp einem Jahr gemacht. Aber ich habe gemerkt, ohne Gitarre kann man sich auch recht gut ausdrücken und für das brauche ich halt manchmal ein bisschen mehr Platz. Liegt es auch da, weil du auch sehr sportlich bist, du hast ja Kampfsportarten gemacht. Du hast eine Sportschule eigentlich, dort Sportschule bist du studieren? Genau, ich habe 5 Jahre lang, also insgesamt 13 Jahre Taekwondo gemacht und 5 Jahre lang leistungssportmässig und bin dort auch durch so ein Sportgymnasium von Swiss Olympic ein bisschen gefördert worden. Und jetzt geht es ja auch in Richtung Studium, oder nicht? Geht das jetzt so weg? Brauchst du jetzt so viel Zeit für die Musik? Also mit Musik braucht echt viel Zeit und das fördert mich auch, da ein bisschen mein Zeitmanagement ein bisschen besser anzuschauen. Und ich studiere jetzt im zweiten Semester zu Basel Psychologie, aber das geht eigentlich nebeneinander an und ich finde es auch wichtig, dass man sich auch noch andere Türen aufhaltet, weil die Musik ist echt nicht einfach, auch wenn sie noch so viel Spass macht. Ja. Macht viel Spass und man muss aber das unterschätzen, du hast einen ganzen Haufen richtig krampfen. Ja, auf jeden Fall. Also es wird einem echt nichts geschenkt und wegen dem merci nochmal, dass ihr das Interview mit mir macht, das finde ich echt mega lässig und es ist eine riesen Chance für mich. Ja. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen vorausschauen, das Album kommt ja jetzt erst gerade raus. Aber schaut man ein bisschen, was man will, wohin als man will. Du hast gesagt, auf die grossen Bühne, eigene Touren. Wie stellst du das vor? Also, ich weiss, so etwas passiert nicht schnell, oder? Das ist ein langjähriger Prozess. Man muss dranbleiben und wirklich immer Vollgas geben. Immer auf der Bildfläche sein natürlich. Und ich, wie gesagt, mein allergrößter Traum, ich habe es jetzt, also wir reden wirklich von hoffentlich bald, aber in ein paar Jahren vielleicht. Ich habe schon mal im Hallenstein in Zürich dafür auftreten und also eine riesen Bühne-Show, das war mein Traum, mit Pyro und allem. Aber hey, wie gesagt, erstmal slow, step by step. Das sehe ich doch recht realistisch eigentlich. Der Anteil vom selber machen, selber schreiben, willst du den noch ein bisschen erhöhen oder ist der schon genug gross? Also er ist relativ gross für einen Newcomer, klar. Es war noch schön. Also ich bin eigentlich recht happy mit dem, weil ich mache das halt eigentlich zum ersten Mal und wegen dem bin ich auch froh, dass ich da ein bisschen Support habe, in welche Richtung Verbesserungen oder irgendwie, ja. Also ich bin recht happy, dass ich das Album schreibe, ja. Deine Fans kennen ja schon das halbe Album, habe ich das Gefühl. Mindestens in der Gitarrenversion. Also du lädst laufend wieder so ein bisschen Häppli auf. Das ist so. Ich habe einen kleinen Online-Countdown gemacht, wo ich jeden Freitag um 6 Uhr eine Preview akustisch von meinem Album spiele, um die Spannung ein bisschen aufzubauen und weil ich es einfach nicht erwarten kann, die Songs rauszubringen. Können wir denn auch so Preview haben? Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr gern. Auf das habe ich gewartet, das war mein Einsatz. Sehr gern. Was willst du hören? Ich kenne es zu wenig. Okay. Wie wär's, wenn ich dir meine erste Single jetzt vorspiele? Nämlich der Rückenwind? Ja, sehr gern. Ja, eine kleine akustische Version. Morgengrauen,
Wunderschön, yeah. Vincent Gross. Dank. Dankeschön. Da haben wir fast noch. Er hätte können applaudieren. Danke. Ein paar Zuhörer haben wir. Wohnzimmerkonzerte sind ja auch immer so eine beliebte Sache mit Künstlern. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und zwar bei meinen Fans habe ich auch als Weihnachtsgeschenk letztes Jahr mal verlost, dass ich 10 Stück besuche. Und das war auch mega cool. Ja. Wenn man mehr von dir wissen will, wo kommt man Informationen über? Am besten auf meiner Facebook-Seite, Vincent Gross. Und ja, eigentlich dort oder auf meiner Webseite, auch vincentgross.ch. Und über deine WhatsApp-Gruppe braucht es wahrscheinlich auch etwas lang, bis Antwort ist, wie wir jetzt rausgeführt. Ja, also ich bin wirklich ständig dran, also mit ein bisschen Glück, ja, ist mir ganz oben, aber ja, ich antworte wirklich sehr viel. Danke vielmals, dass du bei uns vorbeigekommen bist und weiterhin alles Gute und ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Ja, danke dir nochmal für die Chance und hoffentlich bis ganz bald.